Wenn Kraft zählt, der clevere Schlagbohrschrauber für einzigartige Power und Kontrolle. Mit diesem Slogan bewirbt Bosch ihr neues Flaggschiff in 18 Volt Schlagbohrschrauberreihe, den GSB 18V 150C. Die GSB-Reihe dürfte für eingefleischte Werkzeugfans kein neuer Begriff sein. Zählt sie doch zusammen mit der Makita DAP-Reihe zu den absoluten Klassikern unter den Schlagbohrschraubern. Bosch nimmt den Mund also ganz schön voll. Ob sie ihr Versprechen halten können und ob das neue Modell was für dich ist, das finden wir jetzt heraus. Ich bin der Olli von den Tool Brothers und stelle dir heute den GSB 18V 150C von Bosch Professional vor. Zu Beginn zeige ich dir, was alles im Lieferumfang steckt. Dann kommen wir zu den wichtigen Details und technischen Merkmalen des Schraubers. Dann ordne ich die Maschine in der GSB-Reihe ein. Und zum Schluss wird's besonders spannend, denn da widmen wir uns den Leistungstests. Den Schrauber kannst du übrigens bei uns wie immer mit anderen GSB-Modellen und weiteren Schlagbohrschraubern anderer Hersteller auf einen Blick vergleichen. Die aktuellen Marktpreise von über 30 Händlern bekommst du natürlich im Preisvergleich direkt mit dazu. Neben dem Herzstück, der Maschine, liefert Bosch uns natürlich auch den dazugehörigen Papierkrams mit. Außerdem ein Gürtelclip zum Anschrauben, eine Bosch Airbox mit passender Einlage und einen unverzichtbaren Seitengriff. Warum der Griff unverzichtbar ist, das wirst du später noch erfahren. Kommen wir nun zu den äußerlichen Merkmalen der Maschine. Die GSB 18V 150 ist ein echter Brummer. Die Höhe liegt bei 220, die Länge bei 205 und die Breite bei 75 mm. Das Sologewicht der Maschine beträgt rund 1880 Gramm. Mit einem 8 Ampere-Stunden Pro-Core-Akku kommen wir auf ganze 2880 Gramm. Schön zu sehen, der Schrauber bleibt auch ohne Akku stehen, ist also wunderbar austariert. Der Schlagbohrschrauber kommt im klassischen Bosch Professional Blau mit einem robusten Kunststoffgehäuse und einem Druckus Alu Getriebegehäuse. Die Gangeinstellung wirkt sehr hochwertig und klickt nach jeder Einstellung. Wir haben hier ein Röhm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit einem Standardspannbereich von 1,5 bis 13 mm. Der gummierte Handgriff fühlt sich angenehm beim Arbeiten an. Am Kopf des Schraubers befindet sich der Regler bzw. Schalter zum Wechseln zwischen Schrauben und Bohren. Am unteren Bereich des Handgriffs befindet sich der Bluetooth-Chip zum Koppeln des Bosch Connectivity-Moduls. Doch was bringt das Modul eigentlich? Ganz einfach, du kannst den Schrauber dadurch mit der Bosch-App koppeln und einige Features der Maschine mit deinem Smartphone steuern. Zum Beispiel die Lichtstärke und die Nachglimmzeit der LED. Außerdem hast du die Möglichkeit, die sogenannte Electronic Angle Detection einzustellen. Diese befindet sich ebenfalls am Fuß des Gerätes und was es damit auf sich hat, das erfährst du gleich. Jetzt kommen wir zu den inneren Werten der Maschine. Die Leerlaufdrehzahl der GSB liegt bei maximal 550 im ersten und bei 2200 Umdrehungen pro Minute im zweiten Gang. Die Leerlaufschlagzahl liegt bei starken 30.000 Schlägen pro Minute. Mit einem harten Drehmoment von unglaublichen 150 Newtonmeter liegt diese Maschine ganz klar im High-End-Leistungsbereich. Was man aber nochmal besonders hervorheben muss, diese Maschine reiht sich in der Bosch B-Turbo-Reihe ein und ist somit einer der ersten B-Turbo-Schrauber. Für alle, die nichts mit dem Begriff B-Turbo anfangen können, diese Leistungsreihe bietet ungefähr die Kraft von netzbetriebenen Maschinen im Bereich von 1000 bis 1800 Watt, also ganz schön viel Power dahinter. Das volle Leistungspotenzial wird allerdings erst mit einem Pro-Core-Akku ab 5,5 Amperestunden ausgeschöpft. Bosch hat hier also eine Maschine geschaffen, die für den absoluten Profibereich ausgelegt ist. Keine Spielereien für zwischendurch, sondern Höchstleistungen können mit der 18V 150 erreicht werden. Spätestens jetzt sollte klar sein, warum der zusätzliche Handgriff unverzichtbar ist. Denn der sollte bei solch starkem Drehmoment immer verwendet werden, um Verletzungen vorzubeugen. Der Schlagbohrschrauber besitzt zwei Bohrstufen und das Drehmoment lässt sich übrigens in 25 Stufen einstellen. Wie es sich für ein Profigerät gehört, hat der Hersteller der Maschine natürlich auch einen Brushless-Motor spendiert. Um Rückschlägen vorzubeugen, ist auch eine Kickback-Control mit an Bord. Diese lässt sich separat an- und ausschalten. Der integrierte Sensor der Maschine schaltet innerhalb eines Sekundenbruchteils den Motor ab, sodass das Risiko von Verletzung deutlich reduziert wird. Ein besonders tolles Feature der Maschine ist die sogenannte Electronic Angle Detection. Wie der Name vermuten lässt, zeigt uns die Maschine an, ob wir uns im gewünschten Winkel befinden. Bedeutet zum Beispiel beim Arbeiten an Dachstühlen, bei denen aus Statikgründen Verschraubungen in bestimmten Winkeln ausgeführt werden müssen, leitet uns die Maschine an. Die gängigen Winkel von 45 und 60 Grad können ausgewählt werden und für beliebige Winkel kann das Gerät auf sehr smarte Weise kalibriert werden.
Dazu wird die Maschine einfach, zum Beispiel auf die Schräge gestellt, bis das Anzeigefeld aufleuchtet. Das signalisiert uns, dass die Maschine nun auf den Winkel referenziert und startklar ist. Sobald man den richtigen Winkel gefunden hat, leuchtet die integrierte LED am Rücken grün auf. Die Winkelerkennung funktioniert mit einem Spielraum von plus minus 3 Grad. Falls die LED gelb aufleuchtet, kann so ganz einfach nachjustiert werden. Eine Riesenhilfe für Profis oder doch nur technische Spielerei? Wir finden es genial und für die Profis auf jeden Fall zu empfehlen. Der Rundlauf der Maschine befindet sich mit einer Abweichung von 0,3 mm im angegebenen Toleranzbereich von Bosch. Im Leerlauf im zweiten Gang kommen wir bei einem 30 cm Abstand auf ganze 93 Dezibel. Kommen wir nun zu den Bohrwerten. Hier gibt es bei Bosch bei Holz einen maximalen Durchmesser von 150 mm. Da bleibt uns nur zu sagen, wow. In Stahl liegen wir bei 16 und in Mauerwerk bei 20 mm. Der maximale Schraubendurchmesser ist mit 13 mm angegeben. Nach unseren ausgiebigen Bohrtests kommen wir auf etwa 46,1 Grad Celsius. Das ist zwar etwas erhöht, aber nach unseren Tests auch kein Wunder. Der GSB 18V150 kann uns auf ganzer Linie überzeugen. Bosch hat hier ein wahres Leistungsmonster geschaffen, das auch dank der Procore-Akkus in Sachen Technik ganz vorne mit dabei ist. 150 Newtonmeter werden allerdings auch nur bei echten Profis gebraucht. Daher ist die Maschine für den Hausgebrauch, bei Standardanwendungen oder für spontane Arbeiten zu viel des Guten. Wer aber viel Power braucht, der ist hier an der richtigen Stelle. Die Electronic Angle Detection, kurz EAD, funktioniert präzise und ist ein tolles Feature. Die große Frage, die sich uns jetzt stellt, wie ziehen die anderen Hersteller nach? Makita hat mit dem DHP 486 ebenfalls einen leistungsstarken neuen Schrauber auf den Markt gebracht. Für uns also ein Grund genug, im nächsten Video den großen Vergleich zu machen. GSB vs. DHP. Sei also schon mal gespannt und vergiss nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Jetzt bist du aber erstmal an der Reihe. Was hältst du von dem neuen Bosch-Flaggschiff? Kann der Schrauber dich überzeugen? Und welcher Schrauber ist für dich momentan das absolute High-End-Gerät? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf den Meinungsaustausch. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Olli von den Tool Brothers.